Einen Wegweiser für das Berufsleben, den stellte die IHK Magdeburg am 26. Mai dar. Unter eben jedem Motto fand im Tagungszentrum zum dritten Mal eine Messe zum dualen Studium statt. Hinter diesem Begriff steckt nicht weniger als die Verknüpfung einer Facharbeiterausbildung mit einem parallelen Bachelorstudium. Ein System, das sich in Deutschland langsam durchsetzt. Das Ziel, dem Fachkräftemangel entgegenwirken und auch Abiturienten in praktische Berufe vermitteln. Unser Anliegen ist es ja, Ausbildungsmöglichkeiten auch für Abiturienten anzubieten. Das heißt, Abiturienten versuchen ja sehr oft ins Studium reinzugehen und wir brauchen ja auch Fachkräfte, die auch diese Facharbeiterausbildung haben. Und Studenten sind sehr oft nicht geneigt, in der richtigen normale betriebliche Ausbildung einzumünden und für die einfach eine Alternative zu bieten, wo sie Praxis und Studium vereinen können. Darum sind wir hier und versuchen damit natürlich auch unseren Jugendlichen, die bei uns in der Beratung sind, eine Alternative zu bieten. Die Zusammenarbeit mit den Universitäten spielt dabei natürlich eine wichtige Rolle. Aus diesem Grund kooperieren seit kurzem die IHK und die Otto-von-Guericke-Universität. Auch eine Zusammenarbeit mit den Hochschulen Magdeburg-Stendal und Harz soll folgen. Wir wollen also für unsere Ausbildungsunternehmen, die also in dem dualen Studium ein Instrument der Fachkräftesicherung sehen, weitere Qualitätskriterien schaffen, um eben diesen Doppelabschluss IHK-Beruf und Bachelorabschluss wirklich qualitätsgesichert und fundiert anzubieten. Zahlreiche Unternehmen aus der Region nutzen mittlerweile diesen Weg der Berufsausbildung. Über 20 waren auf der Messe vertreten. Auch die FAM Magdeburger Förderanlagen und Baumaschinen GmbH hat dieses System für sich entdeckt. Also begonnen haben wir mit einem dualen Studenten 2007. Im aktuellen Ausbildungsjahr, jetzt im ersten, seit letztes Jahr August tätig sind, sind mittlerweile schon 6. Also man sieht ganz klar, dass das Unternehmen auch daran Interesse gefunden hat. Ein Vorteil dieses Systems ist vor allem die Bindung von potenziellen Führungskräften, was auch beim Magdeburger Helmhersteller Schubert bekannt ist. Der eigene Nachwuchs ist im Endeffekt schon sehr gut ausgebildet, weil die kennen das Unternehmen. Die haben dann auch einfach schon den Einblick bekommen in unser Unternehmen. Und von daher ist es für Schubert sehr wichtig, auch Nachwuchskräfte zu gewinnen. Nicht vergessen darf man trotz allem die zusätzliche Belastung, die ein duales Studium darstellen kann. Doch auch dessen sind sich die potenziellen Dualstudenten bewusst, die Vorteile des Modells überwiegen. Also ich denke mal zum Ersten, viele sagen ja auch, ist halt schwer, weil man halt die Berufsausbildung hat und das Studium. Aber ich denke einfach, dass das Optimalste ist, weil man zum einen das Studium hat und gleichzeitig dann in der Berufsausbildung, die man dabei macht, das Gelernte auch gleich anwenden kann. Muss erst nicht noch warten im Studium aufs letzte Semester mit dem Praktikum, sondern macht gleich praktische Erfahrung und sieht dann auch schon gleich, ob es was für ihn ist und wie das alles so läuft. Erhöht wird die Attraktivität des dualen Studiums durch den finanziellen Anreiz, den der Lohn durch den Ausbildungsbetrieb stellt. Ein Stück finanzielle Unabhängigkeit, eine fundierte Ausbildung und eine wachsende Kooperation zwischen Wirtschaft und Bildungsträgern. Das System duales Studium ist auf einem guten Weg.